Und hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Foxys ET. Wir sind bei Tag 22 angelangt. Ich habe mal jemanden wieder mitgebracht. Hallo. Ja, Tati ist auch wieder dabei. Und ja, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was da draufsteht, aber das kennt man ja schon von mir. Kein Schimmer, was die jetzt da wollten. Aber wir werden uns das ja noch hier anschauen. Da werden wir das bestimmt herausfinden. Was ist das jetzt? Für eine komische... eine Kakerlake. Warum schwimmen jetzt hier Kakerlaken? Ein verrückter Endermensch läuft hier amok. Jetzt kommt ja gleich nochmal der Text rein, um zu sehen, was sind das für Sachen? Ich komm jetzt erstmal rein. Ja. The End-Inversion. Ach du Scheiße. Jetzt kommen die Endsachen. Was vermutlich in der Drachen-Arena kommt. Ich hoffe, der Drache kommt nicht mit. Da kommen aber zum Beispiel Endermans. Ganz viele Endermans. Eieieiei. Ja gut, die tun dir ja nichts, wenn du sie nicht anguckst. Aber ich tu die was. Okay, die tun mir wirklich nicht gerade was. Auch nicht, wenn wir... Oha. Vorsicht, ein Creeper. Konntest du gerade so eben noch töten. Oh, ganz viele Endermen. Oh, eine Schulterbox. Ah. Arschloch. Ich schwebe. Guck die jetzt mal nicht an. Oh, ich krieg eine Kakerlake hier, so eine lilane. Die Enderman, die kann nicht hauen, da passiert nichts. Ding. Da hat die Kakerlake. Aua. Zwei Stück Kakerlaken. Hört auf. Scheiße, echt. Das ist brutal. Ich mag dieses Ding nicht. Ah, was macht er mit mir? Er haut mich hoch. Ja, das sind diese Skulterboxen. Warte, stopp. Du fliegst fest gleich wieder auf den Boden runter. Ja, aber viel zu hoch. Aua. Ja, er hat mich schon wieder. Weg. Ich bin doch gleich tot. Ich bin weg. Ich bin zu Hause gefallen. Ja, ich fall auch lieber zu Hause. Jetzt sammeln wir mal meine Sachen auf. Jetzt sind meine Sachen alle geklaut. Nein. Nein. Was ist denn das hier? Zu Hause haben wir drei Stück von den Dingern. Nee, jetzt reicht mir das. Er haut mich schon wieder weg. Ich habe wirklich mein Schwert erstmal. Aber ich habe keine Rüstung. Kann ich mich denn da nicht verteidigen mit? Nee, ach du Schande. Ich bin ganz hoch. Ich verreck doch wieder. Scheiße. Hallo? Aua. Ich sterbe schon gleich in der Luft. Aua. Jetzt fühle ich alle meine Sachen, oder was? Das glaube ich jetzt aber nicht, oder? Diese Skulder-Dinger, die mag ich. Kacke. Aua. Hier drinnen passiert mir aber nicht sehr viel. Ja, hier kannst du ja auch nicht viel wegfliegen. Was ist eine Kakerlake bei dir? Was? Ja, ich hab nichts mehr. Und jetzt können wir gucken, ob ich hier auf die Stelle irgendwas finde, aber. Hey! Verdammt. Jetzt ist gut da. Entschuldigung. Scheiße, wie kommt jetzt die Sachen nicht ab? Das ist ja ein Horrorfilm. Nein! Du fliegst wieder! Ja, ich weiß. Mir kann ja nichts passieren. Da alles weg? Aha! Ich bin Richtung hochgeflogen. Nein.
Nein. Du Spackos. Nein, er hat mich. Stopp. Scheiße. Aufhören. Ihr seid doch so scheiße. Sag mal, wie soll man denn das? Wie soll man denn das abwehren? Ich falle. Das habe ich gesehen. Über den Wolken, nein. Und weg. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Ich bin nicht mehr. Ach du Scheiße, echt. Ich finde das wirklich saubrutal. Das macht ja nun überhaupt keinen Spaß. Nein, ich wollte gerade meine Sachen holen. Du bist doch ein Arschgeige. Arschloch. Richtung Baum. Stall, fahr runter. Oh, gut. Schön gelandet. Jetzt reicht das doch. Nein, da kommt schon wieder so ein Ding. Ausweichen. NFL Football. Nein, ich kann das Ding nicht töten. Da unten ist mein Schwert, da unten ist mein Schwert. Scheiße, ich krieg das so nicht gekillt. Ich glaube, ich steppe mit in der Luft schon gleich. Aua. Lass mich, aua. Wie soll man sich denn darüber verteidigen? So, Pili, hier. Was bringt mir das jetzt da? Mal ein bisschen was. Ich gehe wieder raus. Abgewehrt, du Arsch. Nein, 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 ich kenne den Tod. Ich will ihn töten. Stopp jetzt. Nein, und ich flieg immer weiter her. Das war's doch. Das war's. Ich habe keine Chance. Die Würfel verfolgen dich. Ich merke das schon. Scheiß Würfel. Guck mal an, wie hoch ich bin. Sehe ich nicht. Ja, das ist so tot. Ah. Nein, das kann echt nicht wahr sein. Ja, wie sollen wir jetzt an unsere Sachen kommen? Das ist echt unglaublich. Na, wahrscheinlich ich gar nicht im Moment. Ich finde das so brutal, so hart, dass man keine Chance hat, da voranzukommen. Ich mach mal einen Schluck Kaffee. Ich hab grad Energy Drink rein. Also Tag 22 würde ich gerne komplett aus meinem Gedächtnis löschen. Oh ja. Und ja, die Möglichkeit ist nur noch auf die Nacht zu warten. Und ja. Und sich dann im Bett hinzulegen. Da hat man echt überhaupt keine Chance und keine Möglichkeit, das überhaupt auszuweichen. Und damit sind die Sachen nämlich vermutlich auch weg, wenn man die Nacht überspringt. Die bleiben ja nur eine gewisse Zeit liegen, die Sachen. Oh ja. Das heißt, danach muss man wieder komplett alles bauen. Und das Eisen ist natürlich, was mich da mühselig gesammelt hat, auch schnell wieder weg. Gut, bis dahin will ich jetzt euch hier nicht langweilen, dass wir uns aus dem Haus nicht mehr raustrauen und so. Und bis dieser Tag vorüber ist, muss man halt dann warten. Ich hoffe trotzdem, ihr fand das genauso amüsant wie wir. Und damit wünsche ich euch hier noch einen schönen Tag und immer dran denken, Leute. Ne, wir sind nicht fix, sondern die Foxys. Und...